Ja, Playbox. Offroad. Oh fuck. geht das? Pass das durch, bitte. Alter. ja, toll. Ich hab mich auch noch weggepackt. Ich fall ins Nichts. Wir haben ein Problem. Alles, was wir zerstört haben, ist aber wieder da, ne? Ja, auch schon aufgefallen und ich fall gerade ins Nichts. Hier, moin. Alter, warum fällst du ins Nichts? Da hat der Server das nicht gespeichert. Ja, ja. Dann musst du das mal speichern. Ich bin gerade, yo, ich hatte ja den Wagen, ne? Scheiße. Ja. Und wegen dem Wagen habe ich mich durch die Wand aus Versehen gebaut und dann von der Wand in den Boden rein und bin dann ohne Wagen heruntergefallen. Ja, keine Sorge, wir haben ja noch deinen Einkaufswagen, deswegen. Nee, aber ich bin durchgehend aus der Map gefallen, ich bin immer tiefer gefallen. Ja, keine Sorge, wir haben noch deinen. Da lass deine Tür erstmal so, wie sie jetzt ist. Okay. Ich mach das morgen Vormittag, also früh, wenn ich hier meine Videos hochgeladen habe, dann fahre ich den kurz hoch, dann mache ich das alles. Und was mit meiner Wand? Schreibst du mir welche Wand? Schreibst du mir per Privat, was da rein soll und dann mache ich das. Ein Fenster am besten. Okay, und bei Tyrox muss ja nur die Treppe und das Ding hier weg. Ja. Wobei. Kannst du das merken, meins? Schreib's mir mal privat. Wobei Tyrox? Ja. Weißt du was? Du könntest sogar hier anschließen. Mitbauen. Mhm. Das kann ich auch versuchen, also. Wobei, wem meinst du? Man muss halt nur die richtige Höhe treffen. Ja, doch, doch. Aber erstmal Totem. Reck. Cybot, siehst du das grüne Ding, was ich hier habe? Was für ein grünes Ding? Nee, gut, dann siehst du das nicht. Dann hoffe ich mal, ob das was gerade sitzt. Was ich hier. Nee, ich bin zu hoch. Sehe ich jetzt von hier aus schon. Dann machen wir das einmal so. Wachsen die Bäume auch irgendwie wieder nach? Ja. Ja, wenn du den Stamm da lässt. Und wenn ich den. Ja, deswegen habe ich das ja so geschrieben, dass der stehen bleiben muss. Ah, Tyrox, du bist noch hier hinten. Natürlich bin ich noch hier hinten. So. Aber. Ja, moin, ist der Wagen auch weggebackt? Tyrox, reicht dir das so? Ich vertraue dir da einfach. Nee, komm gucken, du siehst es ja, das Ding. Ja, ich. Ist halt jetzt ein bisschen beschissen wegen der Tür, da musst du dann, ja. Hä, hey, wo bist du drauf gerade? Also, ja doch. Da musst du dann hier so eine, Wand mit Tür nehmen, das steht dann unter einfaches Bauen drinne. Ja. Alter. Aber das kann ich dir zur Not dann auch setzen noch, dass das, ordentlich aussieht. Und ich schreibe mir das jetzt mal ganz kurz hier auf. Also, Alter. Stift habe ich hier. Tyrox. Ich hab gerade keine Ausdauer. Eikloch. Du brauchst keine Ausdauer, um die zu klatschen. Decke. Melvin. Geil. Töte den erst. Tür. Ändern. Ich schick den Screenshot von meinem Gast. Hey, warte. Willst du deine hochholen. Türen so lassen, wie die sind? Tyrox. Weil die sind falsch und das weißt du. Bitte mit E hochholen. Hä? Mit E hochholen. Einfach E gedrückt halten bei mir. Geht nicht. Hä? Wenn du bei mir stehst, musst du E gedrückt halten. Clay, geht nicht. Deine Türen willst du die so lassen? Die sind nämlich falsch rum. Clay. Kannst du nochmal schauen? Ja, was ist los? Deine Türen, sollen die so bleiben? Geht nicht. Ja, ich schick den Bild, was ich haben möchte. Geht nicht. Also, Tür, jetzt ernsthaft, Fenster, hier,
Nebentür. Ich glaube, du musst kurz halten. Ja, so, ich hab den Bild geschrieben. Ja, ich hab's mir jetzt auf Vorsicht habe ich eben aufgeschrieben. Terbox. Ja? Kümmere ich mich da morgen früh gleich drum. Ei, kannst du nochmal schauen, ob du mich hochholen kannst? Also einfach hier ein Fenster rein. Das eben nicht. Ja, das habe ich mir auch gerade aufgeschrieben, ne? Mache ich morgen früh dann alles direkt, ja. Auf die Banken. So, wie... Also mir wird hier nichts angezeigt. Kannst du mir bitte kurz hochhelfen, Eik? Ja, warte, ich komm. Weil der Teilbox bei dem klappt das gerade irgendwie nicht. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass du... Hast du überhaupt Heilmittel dabei, Tyrox? Nein. Nee. Ja, dann geht das auch nie. Das kannst du vorsehen, ich hab noch 4 Stück. Ich lebe. Scheiße, warum ausgerechnet der? Ich nehme den Wagen. Hast du... Eich? Nein. Was? Ich fahre mit dem Wagen nochmal zur Base. Ja, ja. Ich hab die sogar bei euch gesetzt, die 2 Holzstämme. Echt? Natürlich, weil, na, ich bin fertig. Ich brauche eigentlich bloß noch hier 2. Etage. Aber ich kann trotzdem hier unten schon mal weitermachen. Du kommst dann gleich wieder zu mir und dann. Ja, ich komme mit dem Wagen wieder. Ich wollte dir schon mal den ganzen Wald abgeben. Luft. Brauch Essen. Ja. Mach mal einen Druff. Wir gehen dann gleich in die Höhle. Da opfern wir Cyborg für die feuchte Ingrid. Töle. Ich wollte eigentlich das Möse sagen. Ich hab's mir aber verkniffen. Was wolltest du sagen? Nix. Böse? Nee, Möse. Was ist das denn? Ja, böse. Du kennst keine Möse? Doch, ich könnte mir schon das vorstellen. Was, allein. Das ist das, was du zwischen deinen Beinen hast. Nix. Ah ja. Also wollt ihr meine Möse wollt ihr opfern. Ah ja. Ja. Ja, da hast du halt nichts. Das heißt, wir müssen nichts opfern. Hunger und Durst. Na doch, wir opfern ja das. Warte mal. Schade, dass das nicht geht, dass man hier Frauen opfern kann. Dass die Eingeborenen sich mit denen beschäftigen und wir die ausnehmen können. Ja, du mich auch, Alk, ne? Wir brauchen nur Teilbox abgeben. Ey, das ist nämlich persönlich. Nee, das war jetzt eine Kampfansage. Teilbox, das war so gemeint, du tust so, als wärst du lieb zu denen, aber wenn die pennen, raubst du die aus. Hier ist ein Zelt. Teilbox, das war so gemeint, dass du die ausraubst für uns. Frage. Erst schon übervoll mit der Situation. Frage, Antwort. Wird das jetzt ein Evacu-Video? Frage. Warum ist hier ein Anger? Weil dort irgendwo ein Segelschiff ist. Da kannst du drauf gehen. Da findest du Soda, Schokoriegel, ein Ike. Paar wichtige Sachen, ein CD, ein Musikplayer, den wir alle komischerweise schon haben, außer du. Ich hab den Musikspieler auch nicht. Und dann geht den euch holen. Ja, wo? Na, bei der Yacht. Beim Dings hinten raus. Ich war noch nicht bei der Yacht, stimmt. Beim Dings hinten raus. Ich weiß, ich war noch nicht bei der Yacht und ich brauch noch Snacks, hab nichts mehr. Genau. Hier bei, sag schon, Melvin hinten raus. Melvin durchs Loch, was? Warte, bitte was? Hier nimmt jemand meinen See aus. Ich nicht. Der weg. Weißt du? Habt ihr das auch manchmal, dass einige Körperregionen einfach so zucken, ne? Ja. Ja. Das hab ich gerade bei mir in der Brust. Meine linke Brust, die zuckt ernsthaft gerade, so ganz komisch. Als ob die mir was sagen will. Na, bei mir ist es eher gesagt, Alter, gib mir Fressen. Ah, okay. Nein. Ja, okay, wenn ich Hunger hab, da zuckt beim auch immer die Kauleiste. Bei mir ist es immer der rechte Oberschenkel.
Aber habt ihr das auch manchmal? Ihr legt euch hin, wollt schlafen und auf einmal überkommt euch einfach so ein Zucken. Komplett zusammenzucken. Mhm. Da schreckt man sich immer selbst von vor ihm. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Du bist ja auch kein Mensch. Was? Glück. Ein Untermensch. Du bist ein Untermensch? Cybot! Cybot! Cybot? Scheiße, ich glaube, der hat den Einkaufswagen stehen lassen. Wir haben ihn verloren. Der steht hier mit dem Einkaufswagen einfach so rum. Na, dann. Ich warte auf den. Ich warte auf den und er kommt einfach nicht in die Porte. Na dann, genau, mach hier und so, dann gib ihm eine Denkstelle. Cybot, das geht echt nicht. Weißt du, ich holz da den Wald ab und du lässt mich hier einfach stehen. Echt, ey, dafür müssen wir gleich in sein Haus sprengen. Nein. Es reicht, wenn wir ihn weitermachen. Oh, hier gibt's Stöcke bei Cybot. Gerippt. Verdient. Nein, wir würden doch niemals klauen. Wir sind total anständig. Schnell, ich muss die Stöcke testen. Die hab ich mir schon geklaut. Jetzt... Ey, der Wagen fällt in den Boden rein. Ich kann mir jetzt meine letzte Dingsrüstung machen. Hä, hey, ein Wagen ist halt in den Boden reingebackt. Meine Gilly-Rüstung, geil. Jetzt fällt der Wagen von oben runter. Ah ja. Okay. Bei Pido Exe, komm her. Ah, haha, nehm ich halt deinen Partner so. Ich brauch was zu fressen. Wo ist die andere Echse hin? Da ist er, ich sehe sie. Eins, zwei, tot. Ba-da-ba-ba. Wann gehen wir zur Höhle? Wenn alle da sind, Cybot ist gerade weg. Ach so. Nee, musst du der jetzt nicht offline? Das ist doch immer seine Zeit, wo er eigentlich ins Bett muss. Und dann, ja. Und dann heimlich weiterspielt. Mhm. Ja, der ist gerade weg. Dann hat er Pech gehabt, würde ich sagen. Oh, ja. Dann bauen wir weiter im Haushalt und dann die Häuser. Nö, ich hab doch gerade gesagt, da würde ich sagen, hat er Pech gehabt. Der hätte ja mal was sagen. Oh. Er hätte ja mal was sagen können. Der ist einfach weggegangen. Ja. Die Sau. Wir gehen trotzdem gleich in die Höhle. Ich hoffe, er hat gespeichert. Glaube ich nicht. Ich hoffe nicht. Ich glaub's nicht, dass er das hat. Ey, man haut die so nicht. Echse! Melvin Punkt! Echse. Können wir dann gleich nochmal schlafen? Das geht jetzt noch nicht. Weil schlafen ist ja zum Nachtüberspringen da und das geht hier jetzt leider noch nicht. Man kann auch morgen nach Nacht machen. Geht bei mir aber nicht, weil du hast ja nur diesen 24 Stunden im Game. Ach doch, es geht. Aber warum willst du Nacht machen, Tyrox? Ich möchte nicht nachmachen. Nee, dann aber wir sind doch eh dann in der Höhle. Naja, ja, wir warten aber jetzt noch auf den nächsten Tag ab, weil wenn wir jetzt losziehen, kommen wir dort an, wenn es dunkel ist. Ja. Oder es wird unterwegs sogar noch dunkel. Das ist halt auch nie wirklich so gut. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich im Dunkeln gehen will, ja? Warum? Ist doch schön romantisch. Schön am Arsch, Ike. Am Arsch. Da hab ich eine Shorts an. Ich wollte jetzt sagen, eine Schlipper. Da hab ich eine Shorts an, mein Junge. Ja. Hausbau. Was fliegt da runter?
der Einkaufswagen. Endlich meine Stocktasche, ey. Okay, da fehlt mir noch ein bisschen was von. Oh, hell, oh no. Oh, 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 das hat sich jetzt voll erotisch angehört. Was? Was verstehst du unter erotisch? Na, dein Stöhnen. Okay, wenn du das so findest. Findest du das etwa nicht erotisch? Ja, wir sind auf einer Insel abgestürzt, also ja. Oh. Baby. Bitte töte mich. Tyrox, nein. Und mich direkt mit. Nein. Du kommst als nächstes in meinen Keller. Lass mich nicht allein. Oh, ich hab so mal eine kleine. Also. Ne? Genau. Was dein Klein? Warte kurz, ich hab hier was. Okay, egal. Was. Vermisst jemand seinen Wagen? Ist dir auch schon aufgefallen, dass der Wagen ganz von oben nach unten fällt, ne? Ja. Was das Cybot? Der ist durch die Wand gefallen. Und dann ist seine Leere gefallen und jetzt fällt er durch die ganze Zeit durch, schon seit keine Ahnung wie vielen Minuten. Und ich gucke während des Baumfällens immer zu. Ja, was macht denn? Ja. Da kommt er. Versuch ihn aufzufangen. Okay, geht nicht, das ist zu schnell. Hä? Ich sehe hier gar nichts. Was? Wo guckt ihr denn hin? Da kommt er. Guck mal nach oben. Ich sehe nicht. Willst du mich verarschen? Ist nichts. Doch. Ja, man sieht. Nein, wirklich jetzt. Hä? Leute, wir können schlafen. Ja, schlafen. Das mache ich am liebsten. Ja. Zwar nur 4 Party. Stunden am Tag, aber okay. Also, das musste ich gestern durch ein Rätsel. Was muss ich? Du bist mir. Ich bin dir ein Rätsel? Ja. Dann löse es. Ja. Oh. Dann löse doch das heiße Rätsel. Ich schlaf bei Ike. Warum? Weil ich ein eigenes Zimmer hab. Bist du eine Frau? Ja. Ich mag es Doggy von hinten. Wie hast du den Bogen hinbekommen? Wie hast du den Bogen hinbekommen? Du nein. Was? Ein Seil, ein Stoff.